Einstellung hier ist für den Cunningham-Strecker. Wenn das Falten rausziehen mal immer so einfach wäre, da sind Falten bei den Starkreitern bzw. Mastrutschern und die deuten darauf hin, dass das Vorlieg zu wenig gespannt ist. Jetzt kann ich natürlich das Großfallmeer durchsetzen, dafür muss ich aber den Druck aus dem Segel rausnehmen, also zum Winddrehen, also ein Gedöns, muss nicht sein, deshalb den Cunningham-Strecker ziehen. Okay, kann losgehen, ich hoffe man sieht das, alles ziehen was geht. Und da ist es schon deutlich flacher. Sehr schön. Falten sind weg, das Segel ist flacher und ja, über die Falten stolpert der Wind. So pauschal kann man das natürlich nicht sagen, aber ganz grob.